Herzlich willkommen, du America-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde America eingeschalten hast. Wir werden heute anfangen, mal die Map ein bisschen zu bereinigen. Hier auf 1, die paar Drum hier. Wir haben auf unser Selbstschutz geachtet. Dann dürfte hier gar nichts mehr passieren. Wir machen den Gegner erstmal hier ein bisschen jetzt flott. Ja, wie gesagt, hier kommen noch ein paar Kanonen rein. So, wir wandern jetzt mal ein bisschen hier hoch. So, ja, eigentlich dürfte da nichts mehr passieren, ne? Wenn wir jetzt hier so reinmarschieren. Ja, okay. Es könnte doch noch heftiger werden. Wir speichern hier mal. Es könnte wirklich doch noch heftiger werden. Aber dann allein erstmal alle Leute vernichten. Irgendwie die Infrastruktur von denen kaputt machen, ne? Das sollte ja machbar sein, oder? Und wir sollten mal wirklich vielleicht hier mal hier drauf gehen. Dann uns ein paar Sheriffs nochmal machen. Vielleicht noch eine Dingens und hier so ein paar. Ich würde den halt, wie gesagt, gerne mal alles so kaputt machen, die Infrastruktur schön kaputt machen. Einfach aus Prinzip, dass sie sich nicht wieder irgendwie neu aufbauen können. Oh, du Ratte, Alter. So, direkt mal hier. Und das Gute ist, wir machen uns jetzt hier mal ein paar Leute. Mit denen marschieren wir auch wieder hoch. Ganz ehrlich, da kommt doch eigentlich, glaube ich, nichts mehr von denen, oder? Sir, yes, sir.
marschiere ich nämlich mal hoch. So, du kannst auch mal mit hochkommen. Okay. Sehr schön. Können ruhig noch ein paar Leute machen, ne? Ah, die Sheriffs kosten uns ja gar kein Dingens. Das ist ja auch richtig gut, ne? Die kosten uns ja keine Waffen. Dann haben wir hier nämlich nochmal ein paar Leute. Das ist nämlich super. So, dann einmal hier bitte alle hin. Halt euch hier mal alle auf. So, ihr seid die Nummer 2. Dann marschieren wir jetzt hier mal hoch, ne? Dann holen wir uns das... Ah, oh, scheiße, ne? Das wird richtig heftig da drin, ne? So, jetzt erstmal hier. Ah, hier. So, dann marschieren wir hier mal alle und machen hier mal alles kaputt. So, mal sehen, wie lange die Verstärkung holen können. Bei mir ist es ja jetzt egal. Weil ich kann so viel ich will mir holen, ne? Was heißt so viel ich will, aber oh, eigentlich schon genügend, ne? So. Jo, wir haben das erste Fort gleich erreicht. Das ist hier. How can I help?
So, wir haben das erste Fort gleich erreicht, alles klar. Ist halt jetzt so eine Sache, ne? Moment. Ich nehme mal alles mit. An Leuten, die ich habe. Die haben doch fast nichts mehr, oder? Wir haben den jetzt hier unten alles kaputt gemacht. So, die haben jetzt diese drei Forts hier noch. Dann müssen wir nur noch hier rüber marschieren, ne? Aber ansonsten haben die ja nichts mehr, ne? Wir haben denen alles genommen. Zwar auch nicht mehr so viel Waffen, aber nicht mehr so viel Kohle, aber hey, es sollte doch erstmal lang, ne? Wir haben ein paar Ranger beziehungsweise so ein paar Cowboys. Ja, sollte ja machbar sein, oder? Jetzt kommt mal hier der ganze Schwung nochmal und dann, wenn wir den Schwung haben, ganz ehrlich, dann ballern wir mal aufs Fort, oder? Das Problem ist halt wirklich, die haben viel, viel weitere Kanonen wie wir. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Unsere Kanonen nicht so weit gehen wie die von den Mexikaner oder was denn? Ich glaube, ich kämpfe mir wieder gegen die Mexikaner, ne? Ja, das ist ein bisschen. Ist ein bisschen dumm für uns, aber gut. Wir speichern mal auf vielleicht. Wenn nicht immer auf selbe speichern, wir haben gelernt, dass da bricht uns das Spiel ab. Sehr gut. Na, wir haben es gleich. Warum? Ja, normalerweise, wir haben das damit geschafft, oder? Wir haben denen ihre komplette Infrastruktur kaputt gemacht. Die können keinen Nachschub mehr holen, die haben nur noch das, was sie so da haben. Könnt ihr das nicht einfach von hier befeuern? Ja, beballert's von wo ihr wollt. Wenn ihr sagt, es geht nicht anders, ihr müsst es von hier befeuern, dann macht es. Uiuiuiui, alter Verwalter. Ich meine, so viele Häuser bringen euch doch gar nichts, ne? Ihr könnt ja nur 12 Häuser oder so, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, was?
Gut, da haben wir schon mal einen fetten Erfolg, ne? So, ihr könnt mal mitkommen. So, dann mache ich auf jeden Fall mal... Wo haben wir das Gold gefunden gehabt? Wird da noch irgendwo ein Action mit Gold, ne? Ah ja, hier. Passt mal auf. Ihr reitet mal hier hoch. Ihr macht euch jetzt mal nicht den Stress. Wir haben genügend Gold, 4000, das passt. So. Oh Mann, ey. Warum macht ihr das immer, ey? Jo, das ist aber schon mal in Ordnung. So haben wir dann wenigstens nicht so viel Verluste, ne? Müssen auf jeden Fall gleich mit denen reinrennen, ne? So, mach das mal ganz schnell. Sehr schön. Okay, wir haben ziemlich schnell den Gold das Gold abgebaut. Was ja in Ordnung ist. Ja, echt super in Ordnung. Dann können wir uns hier wenigstens gleich mal ein paar neue. Wie sieht denn das aus? Kannst du das auch machen, die Postkutsche? Jo, das geht auch. Okay, hier zack, 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 zack. Thank you.
Okay, wir müssen jetzt irgendwie noch an das letzte Fort rankommen. Müssen wir da Schiffe bauen? Oh, ich hoffe nicht. Obwohl unsere Schiffe sind ja noch hier, ne? Ach, wir schauen mal. Wir tanken uns hier irgendwie mal durch und dann mit den Schiffchen und dann fahren wir einfach mal hoch, gucken mal, ob wir hier irgendwie so ein Zwischenstückchen kriegen, wo wir durch können. Und jetzt müssen wir die hier einladen, ne? Ah, seht ihr die Postkutsche? Oh, die kann 130. Ja, das ist es nicht wert, oder? Ist es das wert, so postkutschenmäßig? Okay. Ich glaube, wir müssen die Schiffe hier hochholen. Dann müssen wir auf die andere Seite der Insel. Ihr könntet aber hier mal lang scouten. Einfach noch, ob es hier irgendwo noch eine Goldmine gibt, die wir uns krallen können. Dass wir noch ein paar Leute machen können. Wir haben 2000. Aber so ein paar mehr wäre doch super cool. Hier bestimmt doch irgendwo, oder? Oh. Okay, die haben uns einfach zerberstet, ne? Okay, super genial. Ja. Jetzt gucken wir mal hier entlang, ob hier irgendwo noch Gold ist. Gut, hier eh weniger, ne? Wenn, muss es ja noch hier irgendwo sein. Ich glaube aber nicht, ne? Ich glaube, wir haben hier alles abgefahren, was geht, ne? Kriegen auch doof nur zwei Schiffe voll, ne? Okay, vielleicht ein bisschen mehr hier, die Sheriffs. Nehmen wir auch noch mit. Passt ja, drei Stück. Obwohl, wir haben jetzt wieder ein paar, ne? Aha, komm, machen wir noch ein paar Cowboys, komm. Arschleggers. Wir müssen eh mal kurz, ich warte noch ganz kurz. Weil wir müssen eh schauen, dass wir irgendwie das getankt kriegen, ne? Dass wir uns hier reinballern und dann hier reinkommen. Das ist mir schon mal wichtig. Und ich meine, gut, wir haben ja schon echt viele Kanonen und so. Ich mache trotzdem noch ein paar. So, bis das Geld knapp wird. Wir haben ja aber noch ein paar. Okay, wir segeln mal rüber. Dafür nehmen wir ein normales Schiffchen. Ein normales und schauen mal, ob wir hier direkt angegriffen werden.
Weil bringt uns halt recht wenig, wenn wir direkt hier bam, 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 ne? Dass wir eine gute Landungsstation haben. Jo. Oi. Boah, fick der Scheiße. Okay, das ist doch ein bisschen doof gelaufen. Weiterspielen. Weiß gar nicht, habe ich jetzt gespeichert? Okay, ich speichere auf. Nee, ich habe nämlich nicht gespeichert, ne? Ich depp. Ja, egal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, habe ich gespeichert oder nicht. Okay, dann, ja. Müssen wir wahrscheinlich abwarten. Ja, wir müssen da jetzt irgendwie rein. Mit dem, was wir noch besitzen. Irgendwie gefühlt will ich ganz schnell hier rein. Mit den Leuten. Ja, fuck, die reparieren wieder alles. Hey, hab ich nicht gespeichert? Gut, ich habe ja eh jetzt beenden. Habe ich nicht auf Sichi oder irgendwo überspeichert? Nee, da nicht. Habe ich jetzt wirklich über auf... Nein, ich habe wieder auf vielleicht gespeichert. Oh, kann man denn so hirnrissig speichern wie ich? Immer alles auf vielleicht? Immer alles auf eine, auf einen Speicherstand schön geballert, ne? Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier aussteige... Scheiße, ey. Sir, ready for action, sir. Okay, wir haben die Kanonenfabrik. Sir, ready for action, sir. Das wäre schon mal super. Ich guck mal, dass ich hier hochkomme. Einfach von hier oben aufräumen. Das hätten wir auch machen müssen, ne? Das war schon richtig dumm. Das war eigentlich ein Muss für uns, ne? Wir hätten hier aufräumen müssen von hier. So, direkt mal hier in das Spiel versauen, ne? Jo, die fahren alle immer nach oben, perfekt. Fuck, warum kommt da schon wieder eine Kanone raus? Ah, doch nicht, okay.
ich hoffe, ich kann da irgendwas reißen jetzt mit. Alle Mann rein, ich brauche euch. Die Landung hier, die Landungsbrücke. Mann, ey. Ja, warum fahrt ihr denn hier hin, Mann? Los. Zum Glück haben wir noch die Kanonenfabrik gefunden, ne? Boah, hätten wir die jetzt nicht gehabt, ne? Die hätte uns so zerberstet. Okay, Kanonen kommen noch nach. Wollen wir noch zwei Stück? Alles, was irgendwie Schaden macht. So, die haben nur noch das. Okay, die können, so viel können die nicht mehr machen. Ich mach das jetzt auch in der Folge hier fertig, ne? So viel können die nicht mehr haben, ne? Boah, das war so dumm. So. Wir müssen mal gucken, dass wir die ganzen Truppen dann auch anfangen kurz zu sammeln. Erstmal machen wir denen jetzt ihr Hauptlager kaputt. Dass die halt nichts mehr machen können. Eigentlich könnten wir dann auch das Fort von hier kaputt machen, ne? Wir haben ja einen langen Lauf. Oh. Ja, komm, bring's da mal hin. Dann bring's das auch da hin. So. Ich glaube auch, das war so ein diese Schiffe, die hier kamen, ich glaube, die waren auch voll mit Leuten, ne? Die konnten die nur nicht abladen, weil wir hier in der Ecke standen, ne? Ich glaube, die hätten uns voll zacken, ey, die hätten uns, glaube ich, richtig zerberstet. Ich glaube, da wären bestimmt so 30 Leute rausgekommen.
die als Verstärkung gedient hätten, ne? So. Ich wurde schon einmal richtig zerberstet von denen, ne? Ich will das jetzt nicht noch ein zweites Mal. Wir können aber unsere Schiffe mal runterholen. Die mal hier hinbringen. Und dann einfach mal schauen, oder? Dann einfach mal schauen. Hier wird, da kommt noch einer. Ja, aber das sollte passen, oder? Ja, ich will auch nicht so viel Trubel machen, ne? So, ja, das passt aber. Sehr schön. So, alle Mann hier rein. Sehr schön. Das Gute ist, die können uns nichts kaputt machen. Das ist schon mal das richtig Gute. Diese kaputt machen geht nichts, weil sie nicht rankommen. Irgendwie so gefühlt an uns, ne? Das ist halt mal unser Vorteil, ne? Ah, Moment mal. Jo, wir fahren mal hier weg. Ah, da haben wir doch so kleine Panzerbötchen, ne? Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, ne? Aber cool. So, einmal mit in die Reihe. Sehr schön, danke. Jetzt haben wir die ganzen hier. So, jetzt speichere ich auf jeden Fall auf LP2 noch. Ja, hier haben wir noch so ein paar. Ich hoffe aber auch, dass das dann war, ne? Und dass wir nicht noch irgendwie voll auf die Fresse wieder kriegen, weil wir irgendwas noch verteidigen müssen oder so. Boah, da haben wir es so gelitten, ne? Dürft ruhig alle hier rein. Gut. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Und jetzt Piu 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 Piu. Ja. Haben wir es geschafft? Bam! Sehr schön. Wir haben es gemacht. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja, okay. Okay, der Fall von Mexiko-Stadt. Ja, die Mexikaner wehrten sich wie die Teufel. Es war eine meiner schlimmsten Schlachten. Nachdem meine Munition verbraucht war, kämpfte ich mit dem Säbel weiter. Der zerbrach und ich musste mich im Nahkampf nur mit meinem Bowie-Messer zur Wehr setzen.
Aber schließlich nahmen wir die Festung ein. Am 29. März fiel Veracruz. Die Mexikaner hatten nahezu 200 Tote zu beklagen. Ich war verwundet. Aber es waren nur zwei leichte Fleischwunden, von denen ich mich schnell erholte. Wichtig war, der Weg ins Landesinnere war frei. Damit der Weg nach Mexico City. Wir marschierten also Richtung Süden. Mitte August erreichten wir San Agustin am Fuß des Vulkans Pedregal. Wir nahmen das Dorf ein und schlugen dort unser Hauptquartier auf. Ein paar Tage später kam es zum nächsten Gefecht. Westlich des Pedregal stießen wir auf mexikanische Truppen unter General Valencia. Trotz heftiger Gegenwehr gelang uns der Sieg. Das nächste Ziel war der Fluss Churubusco, den wir bei der Stadt Churubusco überqueren mussten. Hier verschanzte sich Santa Anna mit einem gewaltigen Kontingent an Truppen. Eines war klar, wenn es uns gelingen würde, diese Stellung aufzubrechen, konnten wir über Tacubaya nach Mexico City durchbrechen. Wenn wir dort die befestigten Höhen von Capultec einnehmen, würde Mexico City früher oder später kapitulieren müssen und der Sieg wäre unser. Aber in Capultec waren die Offizierskadetten der Mexikaner stationiert. Die gefährlichsten Elitekämpfer, die mit ungebrochenem Kampfeswillen in die Schlacht stürmen würden. Okay, hier ist es schon heftig, ne? Ich glaube, das ist wieder so eine Rennrum-Mission, ne? Oder? Oder bau dich zu Tode. Ja. Spiel? Jetzt. Ja, sage ich ja. Okay. Im Westen liegt das Dorf San Agustin. Wir sollen es übernehmen und weitere Befehle abwarten. Okay. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.